Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineers auf unserem Kanal. Dieser Kanal nennt sich Digiheld. Na, was geht? Ja, another way of life geht's mir. Okay, wie kriege ich jetzt die Computerstimme noch witzig eingebaut? Weiß ich nicht. Ist sie auch... Let's play together on a Hose. Ja, genau. Ich weiß nicht, wer sich dieses Motto irgendwann mal ausgedacht hat, aber er muss eine gute Zeit gehabt haben in der Zeit, als er sich das ausdacht. Ja, also es klingt so ein bisschen so nach 70er Zeit. Apropos 70er, nee, es ist ja Quatsch, wie in den 90ern. Ich habe ja Twin Peaks gesehen. Beziehungsweise ich bin immer noch bei. Ich möchte das ganz kurz nur abhandeln. Das ist halt abhandeln vor allem. Ich habe jetzt hier ein Referat. Achtung, Moment, wo sind meine Zettel? Nee, aber das ist eine Serie aus den 90ern und die ist von David Lynch, ist das richtig? Ich glaube ja. Und ich habe die endlich mal angefangen zu gucken. Die gibt's auf Amazon Prime für Umme, wenn man Prime-Mitglied ist. Und man kann sie runterladen. Und das ist der einzige Grund, warum ich sie eigentlich jetzt wirklich gesehen habe, weil sonst hätte ich halt nichts zu gucken gehabt. Und die erste, das sind zwei Staffeln. Die erste Staffel geht 9 Folgen, kann man schön schnell weggucken. Das ist eine Folge geht, glaube ich, eine Dreiviertelstunde knapp. Und konnte man gut weggucken. Geht um einen mysteriösen Mordfall in so einem kleinen Örtchen nahe der kanadischen Grenze. So ein bisschen weit ab vom Schuss, könnte man sagen. Und das ist so ein bisschen mysteriös aufgebaut und alles. Die erste Staffel, wie gesagt, 9 Folgen, ist noch so etwas geerdet. Und dann fängt man die zweite Staffel an und denkt sich, ja gut, dann nochmal 9 Folgen, bist ja fast durch. Und dann guckt man in die zweite Staffel und die hat einfach mal 24 Folgen oder 23 Folgen. Und auf einmal dachte ich, ja, vielleicht doch ein zu großes Projekt jetzt, um das mal so nebenbei wegzugucken. Aber die ist sehr, sehr faszinierend. Also irgendwie sehr schräg alles. Das ist alles ein bisschen merkwürdig. Es sind immer ständig irgendwelche Szenen, die gerade ablaufen. Und wenn die dann durch ist, die Szene, dann schüttel ich immer mit dem Kopf. Weil ich mir denke, was? Und irgendwie ist das unterhaltsam. Aber du hast davon auch noch nie was gehört, oder was? Doch, ich habe die immer weggeschaltet. Also ja, aber warum? Aber warum? Weil mich das irgendwie nicht... Das hat mich nicht angesprochen. Ha. Ich hab das gesehen und dann weg. Ach, das ist Twin Peaks weg. Weg. Ha. Weil lief ja auch auf Sky, ne? Kann sein, ja. Und ja, deswegen. Boah, Twin Peaks weg. Das hat mich irgendwie nicht. Ich hab da auch mal reingeguckt. 5 Minuten. Ach, was ist hier? Raumschiff Enterprise. 1000 Mal schon gesehen. Egal. Umgeschaltet. Mach lieber das an, ja. Ja, ich weiß auch nicht, woher ich das auf einmal... Ich glaube, ich habe in einem Podcast Leute drüber reden hören. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich. Ich kriege ja alles aus meinem Podcast immer. Oh, Alter, das leckt schon wieder wie Sau. Aber ich habe vor Ewigkeiten mal ein Spiel gezockt, das heißt... Deadly Premonition. Und da wurde auch immer gesagt, das ist wohl sehr an Twin Peaks angelehnt. Und das Spiel fand ich damals auch schon ein bisschen... angenehm seltsam, sagen wir mal. Naja, und jetzt, wie gesagt, hatte ich dann halt die Gelegenheit, jetzt Twin Peaks zu gucken. Und ich muss sagen, ja, da hat sich jemand eindeutig inspirieren lassen. Also das Spiel ist eindeutig inspiriert von Twin Peaks. Und irgendwie hat das Ganze das noch besser gemacht. Ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, hätte ich die Serie vor dem Spiel gesehen. Aber irgendwie war das, ist das, ich bin auch noch nicht ganz durch. Ich bin, glaub ich, bei Folge 12 oder so. Von der zweiten Staffel. Okay. Aber, ja gut, wenn du sagst, du hast schon mal reingeguckt und alles. Ich hätte jetzt sonst gesagt, gib dir mal eine Chance, aber hast du dann ja anscheinend. Ja, mehrmals. Ja, manchmal ist es halt was so, ne? Manchmal. Ja, klar. Aber man, ich weiß, ich kriege einfach diese beiden Scheiben nicht zusammen. Diese beiden Systeme kriege ich einfach nicht zusammen. Das ist so frustrierend. Das kommt zusammen, was zusammengehört. Aber ich habe die Serie auch zweimal angefangen, tatsächlich. Okay. Nee. Also es ist ja irgendwie auch so, es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt nichts anderes zu gucken habe. Ja, genau. Und bei mir ist es halt so, ich habe halt dann nichts anderes. Und deswegen habe ich mir die halt angemacht. Aber du hast ja was anderes gesehen, ne? Noch weiter gesehen. Ja, du meinst Westworld jetzt, ne? Mhm. Da ist natürlich, ja, man kann da irgendwie nicht viel drüber erzählen, weil es ist natürlich... Verrät zu viel, ne? Detail ist halt
unglaublich spoilernd und man kann halt irgendwie sagen, es, also da passiert halt in einem Teil passiert so viel wie in keine Ahnung, bei anderen Serien vielleicht in ganzen Staffeln oder so. Okay. Das ist halt krass. Und dann halt irgendwie diese ganzen verschiedenen Ebenen, die da halt sind, also von, da gibt es halt irgendwie die Manager-Story, also hier das Böse, diffuse im Hintergrund Management, was da irgendwie was plant, und dann gibt es diese Erschaffer-Ebene, also der Typ, der praktisch diesen Park entwickelt hat, und der hat halt auch seine Pläne, und dann gibt es halt natürlich die Androiden selber, die anscheinend auch irgendwie ein bisschen mit ihrem Schicksal hadern. Und man fragt sich die ganze Zeit immer, oh Gott, wie soll das enden? Und jetzt habe ich irgendwie, und dann gibt es wahrscheinlich noch irgendwelche Handlungsebenen, die ich noch gar nicht richtig durchblickt habe. Also es bleibt abzuwarten. Bleibt abzuwarten, wie das Ganze ausgeht. Aber ich freue mich schon tierisch drauf. Die nächste Folge auch. Und dieses ganze, dieser Mix halt zwischen Western und Science Fiction ist halt. Ja, geil. So, wenn irgendwie, wenn man sich halt das mal irgendwie so einen kleinen Eindruck irgendwie erleben will, kann man mal im Internet recherchieren, was da irgendwie schon für kuriose, also allein die Menge an Theorien, die es halt irgendwie gibt in dieser Serie, ne? Also gut, jetzt ist irgendwie auf Englisch, ist die ja schon abgelaufen. Also durch. Die ist ja schon, auf Englisch ist sie ja praktisch. Schon sind alle 10 Teile gesendet worden. Deswegen muss man da vielleicht ein bisschen aufpassen auch, dass man sich dann halt nicht zu stark spoilern lässt. Aber es ist halt unglaublich, was die Leute da irgendwie so für Ideen entwickelt haben und wie die sich halt damit beschäftigt haben, diese Serie. Und ich kann irgendwie auch versprechen, dass da das eine oder andere dabei ist, was man irgendwie gar nicht gesehen hat. Also wahrscheinlich, wenn ich jetzt am Ende dieser Serie bin, dann werde ich mich wahrscheinlich nochmal komplett neu angucken, weil ich dann halt feststelle, dass ich viele Sachen gar nicht geblickt habe. So. Ja. Und das ist ja irgendwie fast, für mich ist das irgendwie so eine Höchstauszeichnung, weißt du? Es ist halt, es ist so wie, das ist ja das, was mein Lieblingsfilm halt irgendwie auch ausmacht. Dein Lieblingsfilm? Der Fight Club, ne? Ah, habe ich mal von gehört, ja. Soll ganz gut sein, das, ja. Den guckt man sich halt auch. Wenn man halt irgendwie das versucht hat zu durchblicken, man hat ja immer das Gefühl, also so war das bei mir zumindest, man hat immer das Gefühl, da stimmt doch irgendwas nicht, da ist doch irgendwas nicht in Ordnung. Und dann auf einmal merkt man, oh scheiße, am Ende des Films, oh scheiße, den muss ich mir nochmal angucken. So ging es mir irgendwie. Ja. Und ich habe das starke Gefühl, das wird halt irgendwie bei mir auch so sein, bei Westworld. Ja, und dann halt irgendwie, also alleine die erste Folge, wenn man sich die erste Folge anguckt, wie einige von diesen Androiden dargestellt werden, also die schauspielerische Leistung, ne? Ich sag mal irgendwie der Farmervater, also wie der irgendwie, also das ist einfach geil. Also es ist einfach total geil. Also es muss man sich angucken, finde ich, meine Meinung. Ja, das hattest du letztes Mal schon gesagt, dass man das unbedingt angucken muss. Da dachte ich schon, scheiße, noch eine Serie, die ich unbedingt angucken muss. Ja, aber das ist ja nicht noch eine Serie, die man sich unbedingt angucken muss. Das ist die Serie. Das ist die eine Serie, die man sich angucken muss. Das ist diese eine Serie. Eine andere Serie gibt's nicht. Es gibt nur diese eine Serie, die man sich unbedingt angucken muss. Du guckst über Sky, ne? Ja. Ja, eine andere Möglichkeit gibt es in Deutschland ja leider noch gar nicht. Offiziell. Natürlich. Du kannst ja über Sky Go gucken. Komm her, gib her das Geld hier. Gib her das Geld, achso, ja, nee. Audi. über Skype Go, okay. Ja, und du kannst dir natürlich, es gibt ja auch Sky Select, heißt das, glaube ich. Da kannst du ja tatsächlich einzelne Folgen auch kaufen. Ne? Ja, das gibt's bei. Also so mieten. Das Mieten ist das, glaube ich. Ja, genau. Das gibt's bei Amazon ja auch. Habe ich noch nie gemacht. Werde ich wohl auch nie. Ich glaube, ich werde mir keine Serie digital kaufen für. Was kostet eine Folge? 4-5 Euro? Ja, ich glaube, das ist aber nicht kaufen, sondern mieten. Ne? Ja, das macht's ja noch schlimmer, ja. Kannst du halt irgendwie. Also, ich habe das jetzt irgendwie bei Amazon noch nicht gemacht, aber bei Google habe ich das schon öfter gemacht. Hm.
dass ich mir halt einen Film irgendwie so für 4 Euro oder so, habe ich mir den halt irgendwie, kannst du den halt 24 Stunden lang dann halt angucken. Weil wenn ich irgendwie ehrlich zu mir bin, dann ist das halt so, dass ich die meisten Filme tatsächlich nur einmal gucke. Ja. Und wenn oder sagen wir mal so, ich gucke mir die halt einmal an in einem gewissen Zeitraum. Also sagen wir mal jetzt in einem Jahr oder so, ne? Und danach schaue ich mir die halt über andere Medien an. So, dann laufen sie halt schon im Fernsehen oder gibt es halt DVD oder was der Geier oder so. Ja, gerade bei Serien ist es ja auch so, wann guckt man eine Serie zweimal? Also es gibt, ich glaube, außer Stromberg habe ich nie eine Serie mehr als einmal gesehen. Da überlege ich auch gerade. Wann habe ich denn mal eine Serie mehr als einmal gesehen? Doch. Doch einige sogar. Ja? Ja. Also Game of Thrones zum Beispiel. Ja, okay, gut. Aber Game of Thrones, Game of Thrones. Ja gut, das habe ich halt, das erwähnt habe. Also ich habe das mehrmals geguckt, weil ich hatte ja die ersten Folgen immer so gesehen schon und dann halt mit, und dann nochmal, das war ja die Zeit, wo ich dann auch in die andere Wohnung, in die WG mit meinem Cousin und meinem Bruder gezogen bin. Ja. Und dann haben wir die da halt nochmal gesehen. Also ich habe die immer erst alleine geguckt und dann halt nochmal mit den anderen beiden. Und dadurch Ich habe die halt irgendwie gesehen, einmal auf Englisch und dann halt irgendwie danach nochmal auf Deutsch. Hm. Weil die meistens halt irgendwie auf Englisch halt irgendwie eher anzuschauen waren. Zu beziehen, ja. Ich habe mir das bei Westworld jetzt allerdings geschenkt, weil die Story halt irgendwie doch so verfahren ist. So kompliziert ist, dass du wahrscheinlich, wenn du dir irgendwie die zuerst auf Englisch anguckst, dass du die einfach, du dich irgendwie spoilerst eigentlich schon. Alter, ich kriege einfach nicht das richtige Fenster hier gewählt. Du spoilerst dich eigentlich schon irgendwie, was die Bilder angeht, aber verstehst die Story dann wahrscheinlich doch falsch. So, weil das hängt, weil, also ich sag jetzt du, aber ich meine eigentlich mich, ne? Ja, schon klar, schon klar. Gehen. So, und das wollte ich halt bei Westworld jetzt mal nicht machen. Bei Game of Thrones geht das noch. What the Aber, ja. Herzschlag danach sagt hi. Hi. Hallo, Herzschlag danach. Herr Herzschlag. Der schreckt mich jedes Mal, wenn die Computerstimme auf einmal doch da ist. Sie schläft ja noch gar nicht. Ich denke mal, die guckt schon irgendwie woanders so. Bei Gronkh. Wolltet ihr gerne, oder was? Nee, absolut nicht, ne? Wir sind ja froh, dass du da bist. Endlich mal einer, der hier... Ja, mit Niveau. Und den Job übernimmt und so. Und endlich mal jemand mit Hose und so. Irgendwie ist das alles sehr, sehr fleckenteppich. Teppich. Ja, ja. Fleckenteppich? Fleckenteppich. Ups. Hättest du mal zu mir sagen sollen. Nee. Du siehst ja nicht aus wie ein Flickenteppich. Hatten wir gesagt, Westworld ist von HBO, ne? Haben wir gesagt. Soll ja. Haben wir nicht gesagt, aber ist von HBO, ja. Ist von HBO. Soll ja Game of Thrones quasi ablösen, habe ich gehört. So in dem. Ja. In dem Produktionswert und so. Dass das Geld, was in Game of Thrones ging. Weil das geht. Wie lange geht Game of Thrones noch? 2 Staffeln, ne? Ja, so und bei, ne? Ich glaube ja. Und danach soll dann. Das ist auch verdammt aufwendig, muss man auch sagen. Also. Danach soll dann Westworld das große Ding werden. Ich bin auch am Überlegen, da gibt es ja 2 Filme, glaube ich, mittlerweile, ne? Oder was heißt mittlerweile? Schon länger. Ja, tatsächlich, ja. Und ich bin am Überlegen, ob ich mir die nicht mal kurz reinziehe. Aber ich habe halt Angst, dass ich mir dann zu viel vorwegnehme. Nee, da brauchst du echt keine Angst haben. Lustig! Das ist so, ne. Lachst du mich gerade aus? Ja, ich lach dich aber nicht aus im Sinne von, du bist so doof. Das tut weh. Sondern ich lach dich aus in dem Sinne, du kannst ja nichts dafür. Das ist viel besser, ne? Ja, ich weiß. Das ist meine Empathie. Weil ich wurde so geboren, oder was meinst du? Nein, das ist einfach so, dass halt die Filme, also die haben praktisch das gleiche Thema, so. Aber, ja, die sind trotzdem ganz anders, also vor allen Dingen, also gerade, ich weiß gar nicht jetzt mehr, wie der zweite Film ist,
Aber der erste Film, der braucht irgendwie, glaube ich, schon fast 45 Minuten. Ich glaube, da haben wir auch mal drüber schon geredet. Ja, mir kommt das auch gerade bekannt vor, ja. Dass der richtig in Fahrt kommt überhaupt. Na, das ist, weil das einfach, weil die sich halt da zu der Zeit noch mit so Sachen auseinandersetzen, die heutzutage irgendwie schon so nebensächlich sind, weißt du? Ja, genau, weil der Film, der erste ist aus den 70ern, kann das sein? Oder 80er? Weiß ich nicht, ich weiß nur, dass er sehr alt ist schon, also sehr alt. Ja, ich glaube tatsächlich sogar, dass er aus den 70ern ist. Ist ja jetzt nicht so, dass nur was, weil es aus den 70ern ist, dass es dann alt ist. Das ist ja, will ich jetzt nee, ja gar nicht sagen. Nee. Das ist ja sogar irgendwie, habe ich jetzt gerade erst erfahren, und vor mir wusste das noch niemand auf der Welt. Ah, krass, ja. Erzähl, lass uns teilhaben an deinem Wissen. Ja, ich überlege gerade, ob ich das wirklich will. Nee, aber es ist wohl so gewesen, dass, jetzt kann ich den ganzen Scheiß wieder abreißen, den ich völlig umsonst gebaut. Es war wohl so gewesen, dass es gibt in dem ersten Teil, Westworld, mit diesem ganz berühmten Schauspieler, der mir gerade nicht einfällt. John Wayne. John Wayne. Nee, das ist John Wayne. Okay. Oder? Ich weiß es nicht, ich hab einfach nur mal den, weil das ist so ein Name, der kommt aus der Zeit, der kommt glaube ich noch von noch früher, ne? Naja, ja, berühmter Schauspieler, ja. Entschuldigung. Ja, und da gibt's halt irgendwie so ein paar Szenen, wo das praktisch aus seiner Sicht gezeigt wird, aus der Sicht von diesem Roboter, ne? Mhm. Und da haben sie halt irgendwie diese Sicht, die ist halt so verpixelt, weißt du? Ja, weil es halt ein Roboter ist. Ja, du lachst, ne? Genau so. Man sieht halt so eine verpixelte Sicht. Und die haben halt irgendwie damals, das war wohl total aufwendig, das zu machen und unglaublich teuer. Super geil. Die wollten so eine verpixelte Sicht machen und haben da total viel Geld reingesteckt. Das ist halt krass, weil irgendwie... Man will heutzutage absolut keine verpixelte Grafik, außer man nennt sich Retro oder sowas. Und die haben alles dafür getan, um mal ein bisschen verpixeltes Bild zu kriegen. Und dann hat das gleich richtig Geld gekostet, ne? Ja, die haben irgendwie die Aufnahmen, die sie da gemacht haben, die haben sie wohl dann irgendwie runtergerechnet auf 3 Farben. Und haben das dann irgendwie... haben das irgendwie dann den Mittelwert bestimmt und das dann wieder hochgerechnet irgendwie. Ich hab keine Ahnung. Dadurch haben sie dann halt dadurch haben sie dann so eine verpixelte Optik gekriegt. Aber würdest du sagen, den kann man sich ruhig mal angucken? Oder sagst du, lass gut sein, guck dir die Serie an, reicht. Ja, also, da muss man schon irgendwie so ein bisschen, ich finde schon, man muss, wenn man den Film sieht, und so ein bisschen Film-Nostalgier sein. Also, wenn man jetzt irgendwie von sich behauptet, man ist halt irgendwie so ein Cineast oder so ein Film-Liebhaber, ich glaube, dann musst du dir den schon angucken, weil der ist schon was Besonderes. Ich muss mal gucken, ob man den bei Amazon Prime findet. Video-Dings. Jul Brynner. Der Deba ist da und sagt guten Morgen, Herr und Frau Progamer. Oh, pass auf, jetzt wird er sich gleich freuen, wen er denn da hört. Hallo Herr. Ja, hallo Deba. Hallo Herr Deba. Hallo. Und der Herzschlag der Nacht hat da was geschrieben. Ihr kennt doch diesen flauschigen Fuchsschwänze, die man an die Hose oder einen Schlüsselbund machen kann. Ich habe das Teil Chimera gezeigt. Dann kam Anima, nahm es mir weg, verschleppte es ins Wohnzimmer und drehte durch und zerlegte es. Okay. Dazu muss man sagen, das sind seine beiden Katzen. Ja. Also es sind jetzt nicht irgendwelche Menschen, die bei ihm ankamen oder so. Ja, Fuchsschwänze. Die kenne ich noch von den Antennen, den Mantas damals, auch in den 80ern. Ja, schön, wie alt wir heute hier alle sind. Aber im Schlüsselbund oder an der Hosen, was hat er geschrieben, Schlüsselbund? Ja. Gibt's die auch in klein wahrscheinlich, ja. Ich hätte neulich auch fast hätte ich mir fast neulich mitnehmen können, so ein Fuchsschwanz. Da ist er aber noch rechtzeitig abgehauen, das Viech dann. Zwei Straßen habe ich gekreuzt, trotzdem nicht erwischt, naja. Ja, es ist halt irgendwie schlimm, ne? Vielleicht sollte ich auch mit dieser Spiegelachse arbeiten, denke ich gerade. Ja, tu das mal.
Das Unglück ist praktisch vorprogrammiert. Ach was. Der Deber sagt, Eva is back. Ja, Mann. Eva is back. Eva. Apropos back. Wir sind auch wieder back, wenn es wieder heißt, so Nerd and Way of Life spielen Space Engineers. Aber erst in der nächsten Folge. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Ich weiß nicht, was der Dre sagt. Interessiert mich auch überhaupt nicht. Vielleicht interessiert es dich. Nö, er sagt nichts. Tschüss! ich mach dich jetzt erstmal lauter. Tschüss! Ciao! Wo sind die Stopp?